Wann siehst du, dass die Temperatur gut ist? Wie erkennst Erfahrung, du das? Visuell. Also, das Material sollte nicht rotglühend sein, sondern ganz, ganz leicht. Siehst du, jetzt fängt es an, flüssig zu werden. Siehst du, es glüht ganz leicht. Dann fängst du an, zack. Dann siehst du, dass es anfängt zu fließen. Dann merkst du, hier ist der Lötspalt, durchfließt, zack. Wow. Und dann läuft es ganz schön. Fließt schön rein, siehst du? Ja. Das nennt man den Kapillareffekt. Das zieht rein wie jetzt beim Trinkhalm. Wenn du den im Sommer drin hast, in deinem Getränk, hast du wenn du im Trinkhalm Wasser drin hast, dann steht es immer ein bisschen weiter oben. Das nennt man den kapillaren Druck. Und dieser kapillare Druck, hier entsteht das Gleiche. Und das bringt dich zur metallurgischen Diffusion. Molekulardiffusion heißt es. So. Und dadurch verbindet es sich, weil du hast ja bei Löten gegenüber zu schweißen keine Zugfestigkeit, du hast eine Scherfestigkeit. Jetzt haben wir es gelötet, jetzt müssen wir es normal abkühlen lassen. Alles, was Kupfer ist ein Nicht-Eisenmetall. Mhm. Es muss an der Luft abkühlen. Sobald du es mit Wasser abkühlst, abschreckst, mit kaltem Wasser, wird es butterweich. Also gegenüber zu einem eisenhaltigen Metall machst du hier das Gegenteil. Du machst es butterweich statt zu härten wie beim Standardmetall. Ich verstehe. Ja, aber das sieht echt, das sah richtig gut aus. Also das hast du schon mal gemacht, ne? Ja, ich beschäftige mich ein bisschen damit. Das sieht bei dir aus wie, so einfach ist es. Wenn ich jetzt das allererste Mal löten würde. Würde ich sagen, dass du es nicht so schön hinbekommen würdest. Das ist aber ehrlich von dir. Es ist so, Löten ist eine Übungssache. Ja. 80% vom Löten ist die richtige Wärmeeinbringung. Deswegen ist halt bei Harris der Vorteil, wir stellen die Hartlote selber her, wie auch das Equipment. Jetzt haben wir einen kleinen Handgriff mit einer mittleren Düse eigentlich. Es geht natürlich noch höher. Damit kann ich Rohre eigentlich, wenn ich jetzt Normalanwendung nehme, 80 mm löten. Also so Brummer, problemlos. Wenn es natürlich dann speziellere Werkstoffe sind, wie hier jetzt K65, also CuFe2P Kupfer, wo richtig dickwandig ist, dann kann ich so bis 50, 60 hochgehen. Ist das was Neues von Harris? Das ist eine tragbare Lötgarnitur, ist nichts Spezielles, gibt es auch gibt's bei Harris, gibt es auch bei Wettbewerbern. Hier sind eine Sauerstoffflasche, eine Propanflasche, Druckminderer für Sauerstoff, voreingestellter Propandruckminderer. Natürlich Explosionssicherung wegen Rückschlägen zur Sicherheit, damit der Rückschlag nicht in die Flasche zurückgeht. Kleiner dünner Schlauch, ein Brenner und das Geheimnis liegt hier drin, das ist der Gasmischer. Wie besser das Gas gemischt ist, desto effektiver kommt es hier vorne raus. Wir haben hier Propan und Sauerstoff, ein Druckgas und ein Flüssiggas. Das sind schwer mischbare Gase. Und Harris hat hier den besten Injektormischer entwickelt. Das heißt, sobald die Gase hier im Gasmischer sind, erzeugt es eine sehr starke Turbulenz, dass die Gase richtig gemischt sind. Mhm. Und ich habe hier eine effektive Flamme, wo rausgeht. Und das ist eigentlich das A und O bei Harris. Die Power im kleinen Equipment, weil wir haben hier einen Mini-Brenner eigentlich, wo bei den meisten die Großbrenner schon versagen. Ich muss hier an der Stelle kurz was sagen. Als wir gesagt haben, wir werden hart löten, habe ich gedacht, du kommst mit einer Monsterausrüstung. Nee. Und dann sehe ich diesen kleinen Kasten. Okay, die Flaschen können natürlich auch größer sein, klar. Dann sehe ich aber eigentlich einen kleinen Brenner. Und dann habe ich gerade eben die Flamme gesehen, die du eingestellt hast. Das geht ja schon fast Richtung Brennschneiden, übertrieben gesagt. Und dann, wie schnell du das auf Temperatur gebracht hast. Und du weißt ja, was das bedeutet, Kupfer auf Temperatur zu bringen, war das schon sehr, sehr ziemlich krass. Wie ist das von der Technik her? Jetzt habe ich so ein Kupferrohr. Mhm.
Ist das ein Fitting oder wie nennt man das? Nein, das ist jetzt einfach auseinander extrudiert. Wurde einfach nur aufgeweitet von einem Kunden von uns, haben wir zur Verfügung bekommen, weil diese Kupferart bekommst du nicht an jeder Ecke. Und wir werden ganz häufig von Kunden gefragt, ja, können wir mit eurem Equipment auf K65, weil wir haben Schwierigkeiten, das Kupfer warm zu bekommen. Also mit unserem Low-Duty, sage ich mal so, dem Leichtbau-Equipment kriegt man K65 problemlos gelötet. Wo kommen solche Rohre zum Einsatz? Wo setzen die Kunden das meistens ein? Das ist jetzt in der CO2-Kältetechnik, also ist eine neue oder eine neuere Form, so neu ist sie nicht, kommt aber mehr und mehr, weil diese sehr, sehr energiesparend ist. Also wenn ich jetzt ein großes Kaufhaus habe, wie im Kaufland, habe ich ja sehr, sehr viele Kühlschränke. Das ist ja nicht so wie zu Hause, dass ich in jedem einen kleinen Kompressor habe, ein Kühlaggregat und alles. Es würde ja die ganze Leistung sprengen. Man müsste ja immer Türen zu haben. Also ich brauche sehr, sehr starke Kälte oder sehr viel Kälte. Da habe ich draußen ein Aggregat, wie eigentlich in meinem Kühlschrank zu Hause, hinterm Kühlschrank, ein kleines. Und dieses arbeitet mit CO2. Ich habe hier einen Druckbereich von normalerweise 120 bis 140 Bar, wo in diesem Kupferrohr herrscht. Deswegen ist es auch so dickwandig. Jetzt habe ich eine Frage, warum wird das nicht geschweißt oder irgendwelche anderen Pressverfahren genutzt? Wieso ist hier die Anwendung, es muss gelötet sein? Also es ist so, dass bei Hochdruck, es gibt eine Druckgeräte nur und die besagt, dass die Verbindungen nicht lösbar sein müssen. Und Löten ist eine nicht lösbare Verbindung. Schrauben ist eine lösbare Verbindung. Wenn du natürlich auch schraubst, hast du Dichtungen mit drin oder Pressen, du hast Dichtungen. Und diese Dichtungen werden mit der Zeit spröde. Solche Anlagen sollten eigentlich eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren haben. Und Gott sei Dank vertraut man dann nicht auf die Pressfittinge bisher. Die Technik ist auch noch nicht so weit, obwohl viele das sagen, also ich würde kein Pressfitting 120 bis 140 Bar anvertrauen. Ja, es ist so, dadurch, dass ich hier einen Lötspalt habe und ein flüssiges Material, bekomme ich den Kapillareffekt. Ich kann ja das Material unter dem Mikroskop anschauen. Da sehe ich ganz, ganz kleine, viele Rillen. Auch wenn es vorne blank, von außen in meiner Sichtweise richtig blank poliert ist. So, und durch diesen Kapillareffekt und das Material, was zugegeben wird, entsteht eine Molekulardiffusion. Das heißt, das Material wird reingesaugt und das Lot setzt sich in diese ganz kleinen Ritzen rein. Mhm. Und dadurch bekomme ich eine sehr hohe Scherfestigkeit. Das Material wird fast sozusagen eins mit dem Grundmaterial. Am Ende habe ich nur zwei Punkte gemacht und ist von alleine rübergezogen. Und ich habe nur auf der einen Seite, wenn ich jetzt hier auf der rückwärtigen Seite anschaue, ist auch komplett überall durchgeflossen. Das heißt, es hat seine volle Kapillarwirkung erreicht. Genau. Ist hier ein Flussmittel drin? Also bei Kupferphosphorloten und Kupferphosphorverbindungen ist das Phosphor mein Flussmittel. Das bricht mir Dioxide und bringt sozusagen die Temperatur, die Schmelztemperatur vom Kupfer selber nach unten. So, und dadurch fließt es früher wie das Grundmaterial. Wir sollten unbedingt in diesem Video unten verlinken, welches Equipment das ist, welcher Zusatz das ist, dass man Kupferrohre miteinander verschweißen kann. So, aber wie sieht die Temperatur hier aus? Wir wollen hier einen kleinen Beleistungstest machen. Also, ja, das ist mittlerweile auf ca. 250 Grad. Jetzt kannst du es eigentlich abschrecken. Jetzt wird es nicht mehr viel verlieren. Nee, abschrecken wollen wir nicht. Nee, kannst du machen. Bei K65 hast du jetzt nicht das große Problem. Aber du kannst gleich mal mit dem Hammer drauf klopfen, das machst du ja so gern. Lass uns mal hier einspannen in dem Schraubstock. Nehmen wir doch den Klotz und du haust drauf. Wie, jetzt einfach mit dem Hammer drauf? Ja. Aber dann mache ich doch deine Verbindung kaputt. Nee. Hau drauf. Wenn ich es kaputt mache, wir zeigen es trotzdem. Ja, ist mir egal. Hau drauf. Ich schau jetzt hier drauf? Ja. Okay. Siehst du, es hat sich verformt, aber das Lot, alles ist ganz geblieben. Ja, ich sehe keine Risse, dass sich das irgendwie aufgelöst hat. Nein,
Das ist ja wie, so gesehen, ja wie eine Einheit. Genau. Das ist, es reißt nicht. Nein, das ist ja der Grundwerkstoff, hier ist Kupfer. Ich habe dort Kupfer im Lot. Ja. Sprich, das ist wie eine gemeinsame Verbindung durch die molekulare Diffusion geworden. Das heißt, hätte ich das vielleicht geschweißt, weil Schweiß ist natürlich so ein anderes Thema, das wäre hier in dem Fall kontraproduktiv, weil es dann nochmal zu heiß gewesen wäre. Einmal wäre es zu heiß und zum Zweiten würde es viel zu lang dauern. Also löten geht viel schneller. Wie Schweißen schneller, ist effektiver. Und dann musst du halt so überlegen, eine Schweißverbindung machst du ja auf Zugfestigkeit. Ja. Okay? Eine Lotverbindung bist du auf eine Scherfestigkeit. Erklär mir kurz nochmal Scherfestigkeit. Also du hast eine Überlappung von zwei Materialien, ja, wo dann sozusagen verlötet sind. Das heißt, das ist auf Scherung und nicht auf Zug. Ah, okay. Wenn ich ein Kaufhaus nehme, okay, unterm Dach liegen die ganzen Kälteleitungen. Da hast du teilweise einige hundert Meter davon, okay. Und wenn du jetzt alles schneiden und schweißen würdest, hättest du einen riesen Aufwand, auf die richtige Länge und alles zu kommen. Wenn du Steckverbindungen hast, kannst du immer hier ein paar Millimeter variieren und das dir passend legen. Das ist mega interessant. Vor allem, was auch interessant ist bei Kupfer, was viele vielleicht sofort nicht sehen, der sieht ja jetzt aus, als wäre es verbrannt. Ja. Das ist aber nur die obere Schicht. Ganz na? Genau. Das heißt, wenn man jetzt hier, guck mal, alleine schon mit dem Handschuh. Na? Jetzt bringen wir das Ganze mal zum Glänzen, eine Sekunde. Brauchst du gar nicht, können wir mit der Flamme machen. Mit der Flamme? Ja. Ich hätte jetzt mit der... Stell mal hin. Okay. Also viele denken, wenn ich dann Kupfer wieder löten muss, da muss ich richtig viel rumschrubben und so weiter. Fließ hätte ich jetzt sauber gemacht. Nee, brauchst du gar nicht, weil wenn du jetzt nochmal löten müsstest, ja, stell es mal hin, ich zeige dir mal einen Effekt. Ja. Die Flamme wirkt hier oxidbrechend bei Kupfer. Jetzt ist schwarz. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Guck mal, was passiert. Jetzt ist schwarz. Ich gehe gleich drauf. Siehst du, es wird hell. Die Oxide gehen alle weg. Ja. Wird wieder blank. Ohne rumzuschrubben. Klar, wenn ich mit der Flamme dann wieder weggehe, oxidiert es wieder. Aber so bricht mir die Flamme die Oxide, sodass es dann wieder neu löten kann. Aha, okay. Das heißt, ich muss keine klassische, ich sag mal, Schweißartvorbereitung treffen. Nein, nein, absolut nichts. Wichtig ist nur, es muss öl- und fettfrei sein. Also Öl und Fett, die verbrennen, bilden Kohlenstoff und führen zu Lötfällen. Kann ich das jetzt so lassen? Ja, kannst du so lassen. Es wird nicht nachbearbeitet, nichts, weil ich habe hier kein korrosives Flussmittel. Okay. Bei Silberloten ist es anders, das zeigen wir gleich nochmal. Da brauchen wir ganz anderes Flussmittel. Wenn wir Kupfer löten, können wir Gas geben. Also es ist besser, so schnell wie möglich Hitze rein, so schnell wie möglich Hitze raus. Was haben wir hier? Wir haben hier Kupfer und? Und Stahl. Kupfer und Stahl ist ja schon verrückt. Ja, also bei Kupferstahl musst du aufpassen, dass du den Stahl nicht ausgießt. Wenn du den Stahl einmal zum Glühen gebracht hast, hast du so gut wie keine Chance mehr, dass das Lot es annimmt. Also sprich, das würde einfach nur abperlen. Okay. Deswegen musst du aufpassen. Vorhin beim Kupfer haben wir mit einer neutralen Flamme gelötet, sprich Brenngas und Sauerstoff waren im Einklang. Jetzt löten wir mit einem Brenngasüberschuss. Man sieht, dass die Spitze etwas weiter ist. Bei neutral wäre ich jetzt circa hier, okay? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Brenngas. So, was viele auch verwechseln bei den normalen Flammen, ist, die denken, hier in der Flammenspitze ist der heißeste Punkt. Das ist bei Acetylen so. Bei Propan ist es ein paar Zentimeter hinten dran, weil Propan gibt die Kilokalorien anders ab. Und wenn ich jetzt eine neutrale Flamme nehme und hier drauf halte, dann verheizt sich das Teil komplett. Okay, dann zeig mal kurz, wie das geht. Deswegen mache ich hier eine etwas, sage ich mal so, sanfte und kältere Flamme. Mhm. So, jetzt erwärme ich das Ganze und gebe erstmal zur Benetzung, also zur Reinigung,
mein Flussmittel drauf. Also du gehst mir auf das Kupfer drauf. Ja, genau. Wenn du jetzt mal guckst, ich gebe jetzt mal das Flussmittel hier auf das Kupfer. Es war oxidiert. Jetzt hat es ein bisschen, so es wird wieder blank durch die Flamme. Aber da, wo ich das Flussmittel drauf gegeben habe, habe ich da so gut wie kein Oxid drauf. Ja, sieht man. Okay. So, jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Power. Gib ich mal ein bisschen mehr Gas. So. Siehst du, das Flussmittel wirkt. So. So. Ich brauche das Flussmittel auch als Schutz, damit das Material. Siehst du, und jetzt treibe ich einfach das Lot mit der Flamme. Du bist ein Künstler. Nein, das ist kein Künstler, das ist Standard. Ja, Wahnsinn. So, zack. Und da merkt man, wie jetzt die Oberflächenspannung kommt. Sehen wir gleich nach dem Löten, wenn es abgekühlt ist ein bisschen. Ich versuche das extra mal so ein bisschen nach oben zu ziehen, was nicht zwar Standard ist, aber dass man merkt. Hier sehe ich direkt am vorne dran, auf dem Lot, siehst du wie das? Ich habe es nur unten aufs Kupfer drauf gegeben. Ja. Das ist oben, nach oben, selbst gewandert. Also wie eine Hohlkehle bei der Schweißnaht. Mhm. So, und das ist eine extrem feste Verbindung. Also wenn es gleich abgekühlt hat, werden wir hier auch mit dem Hammer draufhauen. Ja. Wie darf ich denn dann gleich draufhauen? Wie du willst. Du bist sehr zuversichtlich heute. Ja. Ich habe die Zuversicht gefrühstückt. So, dann lege ich das jetzt so und dann haue ich da jetzt. Und dann knallt drauf. Aber es reißt ab. Nein, mach mal. Okay. Achtung. Ich sehe schon. Mach doch mal richtig, du hast doch Muskeln. Ja, warte mal. Ich traue mich nicht. Hau drauf. Okay. Boah, das ist ja krass. Okay, hier. Hier ist dann irgendwann mal durch den Zug abgerissen, aber sonst hat es eigentlich nur verbogen. Nee, man merkt beim Draufschlagen, dass das. Guck mal, was für ein Knick das macht, ne? Der Punkt ist ja hier, was wir nicht vergessen dürfen: es ist ein T-Stoß. Du hast ja nur die Kante, die da ist und ein bisschen von deinem Lot. Das Lot, das, was mir eigentlich mein. Also das, was hält, ist eigentlich nur dieser Stoß. Ja. Das Lot, was unten drunter geflossen ist und diese Molekulardiffusion gemacht hat. Nur dieses Teil, wo ich den kapillaren Druck hatte, nur das hält. Ich habe noch eine Frage. Du hast hier tolle Sachen mitgebracht. Wofür brauche ich das hier? Das ist mehr für die Industrie, sage ich so. Wenn ich jetzt viele Lötverbindungen, auch kleine, mache, dann haben die Kühlschrankindustrie und so weiter ist gern, dass ich zwei Flammen habe, die sich hier auftreffen, weil wenn ich eine Propanflamme habe, die ist ja relativ lang. Ja. Okay? Und damit die kürzer wird, kann ich das hier nehmen, sprich die Flamme trifft aufeinander, ich habe sozusagen hier ein Flammenfeld, was ein bisschen größer ist, die Hitze dringt aber nicht weiter, sprich ich verbrenne die Sachen vorne dran nicht. Jetzt musst du das Ganze mal. Das hier ist zum. Oh, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier. Ja, geht drauf. Wir haben ja genügend von denen. Ah, siehst du? Guck mal, wie blank das wird. Wie schnell warm das wird. Ja. Das macht Bock. Das ist wieder das Werkzeugstahl. Guck dir das mal an. Ho, 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 ho. Das ging schon schnell. Das heißt, die Düsen mehr zusammen, damit ich das doch. Das heißt, dann wird es noch schneller gehen, ja. Muss ich das vorher ausmachen? Ah, du bist eine Maschine.
Ich will wissen, wie hell ich es hinbekomme. Du bekommst es zum Schmelzen. Bleib einfach in der Mitte stehen, dann kriegst du ein Loch rein. Ja, das sieht man schon. Das ist krass. Das ist krass. Was hat es hier mit auf sich? Wie geht das? Also, da sind ja Ringe drauf. Genau. Jetzt nehme ich beispielsweise die Automobilindustrie. Ja. Wenn du die Motorhaube öffnest, innen drin hast du ja 1000 Verrohrungen aus Aluminium. Ja. Wird ja gemacht, um Gewicht zu sparen. Ja. Und das Ganze wird ja in sehr hohen Stückzahlen hergestellt. Dafür werden dann Lötringe gemacht, damit das Ganze dann einfach gesteckt wird. Und dann geht es unter den Lötautomaten, sprich ein Flammenfeld, wo eingestellt ist, und lötet das Ganze sozusagen von alleine. Du wirst mir sagen, das heißt, wenn ich das hier zu habe und ich gehe jetzt mit der richtigen Flamme drauf, dann passiert das vollautomatisch. Genau. Na, dann probieren wir das doch aus. Genau, jetzt machen wir mal so eine Steckverbindung, krallen mal fest. Um Aluminium zu löten, brauche ich Flussmittel. Das ist jetzt ein Cäsium-Flussmittel, ein nicht korrosives Flussmittel, was hier drin ist. Das wird jetzt rausfließen, benetzen und danach kommt das Lot. Das will ich sehen. Das machen wir jetzt extra langsam, damit man sieht, was passiert, weil wenn ich schnell mache, ist der Effekt weg. Okay. Jetzt mache ich eine Flamme mit starkem Gasüberschuss, weil Aluminiumlot, mag es nicht viel in der Flamme zu stehen. So. Ja, da sieht man schon leicht glänzend. Mhm. Da, hast du Flussmittel? Jetzt sehr langsam, was ich mache. Aber ich sehe, was es fließt, siehst du? Es wird alles flüssig. Ja. So. Und jetzt ist es verlötet. Lass mich auch einmal bitte. Ja. Willst du jetzt die Flamme ein bisschen heiß einstellen oder ist okay so? Nee. Ist okay, sonst hast du einen Schweizer Käse. Ein bisschen weiter weg. Genau. Weiter, weiter, weiter. Heizen. Nie aufhören. Okay. Stopp. Erledigt. So, jetzt sehe ich hier weiße Rückstände. Das ist vom Cäsium, vom Flussmittel. So. Kurz zu erklären, es gibt zwei Arten von Flussmitteln beim Aluminium. Es gibt ein nicht korrosives, cäsiumhaltiges Flussmittel. Das wird danach so weißlich, ist aber neutral. Kann man das so lassen jetzt? Kann man so lassen, man muss bei dem Flussmittel nichts putzen. Es ist so, ein nicht korrosives Flussmittel wird erwärmt, wenn es seine 410 Grad circa hat, wird es korrosiv, jetzt zu einer Säure. Sobald es wieder abkühlt, wird es neutral. Okay? Deswegen brauche ich nichts wegzuputzen. Es gibt aber auch korrosive Flussmittel, um spezielle Aluminiumlegierung zu löten. Die müssen dann neutralisiert werden. Also die Säure muss weg. Es ist halt so, Aluminium und Säure werden nie gute Freunde sein, weil Aluminium ist sehr grobporig. Wenn ich löte, werde ich niemals die Säure, wo bei mir in der groben Struktur drin ist, wegbekommen. Sprich, ja, die Teile sind eigentlich verdammt, um irgendwann mal Lochfraß zu bekommen. Mhm. Also deswegen auch viele Autoteile, wo korrosiv gelötet werden, bekommt man irgendwann mal Leckstellen am Kühler und so weiter nach etlichen Jahren. Meistens an den Lötverbindungen, weil sich die Säure irgendwann mal durchgefressen hat. Vielen Dank für diesen Einblick. Also ich finde, Löten ist nach wie vor sehr wichtig. Ohne Löten können wir ja heute nichts machen. Es wird ja in der Industrie überall noch Löt verwendet. Genau. Genau. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Michael Adam. Ich bin sozusagen Anwendungstechniker von der Firma Harris, was Löten betrifft. Betreue selber 33 Länder, also auch viel im Export, überall unterwegs, in vielen Ländern auch. Da sieht man natürlich, wo was schief läuft. Man sammelt sehr viel Erfahrung. Also die meiste Erfahrung kriegst du vom Kunden.
sammelst du nicht selber. Du guckst, wie macht er es, du fragst, wie machst du es. Und erweiterst halt so deinen Horizont. Das, ich finde, das machst du richtig gut. Ich habe heute viel dazugelernt. Das finde ich wirklich sehr süß und trotzdem mit so einer Power. Ich danke dir vielmals. Bitte sehr. Mach's gut.